Ich meine, wenn man solche Texte singt, dann muss man doch auch irgendwo ein bisschen dahinter stehen. Es muss ja von den Leuten kommen, glaubst du nicht? Naja, also ich glaube nicht, dass man das auch so sehen sollte, wie ich eben schon gesagt habe. Ich glaube, es ist einfach eine Art, eben seine Aggression loszuwerden, auch eben so Texte zu singen. Und es ruft eben nicht unbedingt dazu auf, eben gewalttätig zu werden. Wie siehst du das zum Beispiel jetzt? Ja, ich finde das auch irgendwie Gewalt losbringen oder Aggression wichtig loswerden. Wichtig sind für dich die Texte beim Hardrock, beim Heavy Metal? Weniger. Ich finde mehr, also der Sound ist das Beste. Der Sound ist das Beste. Aber weißt du, du machst aggressive Musik und du kannst wirklich nicht von Rosa Wölkchen singen, ne? Also ist schon klar. Aber durch diese aggressive Musik hast du die Leute natürlich auch von oben schon im Griff. Also du merkst schon, dass du da eine Macht, eine ziemliche Macht hast. Und unten die Leute, die machen ja, wie ja vorhin da das Mitsingen, da war ja auch Trainer gestanden. Das geht stimmt, aber tierisch ab, ne? Ich sehe das mehr so, dass zum Beispiel alle Heavy-Metal-Fans eine große Familie sind. Du siehst es also bei keinen anderen Konzerten, wenn zum Beispiel ein David Bowie oder was weiß ich irgendwie sagt, steht auf oder singt mit oder klatscht in die Hände, weißt du, lachen die Leute drüber und sagen, ey, du Penner, was willst du? Aber wenn du sagst, ey, steht auf und klatscht in die Hände, dann machen das alle. Aber das heißt, nur weil es eben, das ist ein wahnsinniges Zusammengehörigkeit. Mehr Autorität als Bowie zum Beispiel. Du hast mehr eine andere Autorität, ne? Und eine bedingungslose, kann man das so sagen? Nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, die Leute, die ins Heavy-Metal-Konzert gehen, die wollen eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl spüren, diese Familie und naja, und eben die ganzen Aggressionen ausleben und weißt du richtig, die Sau. Und wie weit glaubst du, könntest du gehen, also mit der Macht vom Publikum? Also die singen ja mit. Würdest du zum Beispiel glauben, dass einige Leute, wenn du sagst, jetzt lass uns mal den Ordner vornehmen, dass das dann passieren könnte? Das ist eigentlich immer so bei Massenansammlungen, dass die Gefahr da ist, dass eben Aggressivität oder Brutalität aufkommt. Und je nachdem, wenn du das Falsche sagst, okay, natürlich kann es passieren, aber ich glaube, das wird keine Gruppe machen. Ne? Also was glaubst du, wie groß ist deine Macht von der Bühne runter? Also ich glaube, dass die Macht von der Bühne runter ziemlich groß ist. Und zwar einfach aus dem einen Grund, weil die Jungs, die vor der Bühne stehen, ja, und wenn du so auch in Diskotheken reinschaust, die machen ihre Vorbilder wirklich nach, die stehen auf die Leute. Ich finde das gut, dass sie auf die stehen. Aber gerade wenn solche Texte rüberkommen, wie du eben vorgelesen hast, ich steche meine Gegner ab oder wie ein Schwein oder was, ich finde sowas einfach scheiße, weil irgendwie geht dieses Vorbildsein immer weiter, dass sie so sein möchten wie er und diese Message, die sie da rüberbringen, die hat keineswegs mehr was mit positiv zu tun, sondern das ist rein negativ und das ist dann teilweise sage ich, ist bei Fußballfans oder sonst irgendwas ist es genauso, es gibt überall Idioten. Gibt es da eine Verbindung? Verbindung würde ich nicht sagen. Die Distanz zum Musiker, Publikum ist, würde ich sagen, nicht so groß wie Fußballer zu Fan. Aber trotzdem sind ja zum Beispiel 80% der Fans in einem Heavy Metal oder Hard Rock Konzert sind Männer. Und da ist zum Beispiel jetzt, was ich dich noch fragen wollte, Doro. Wie ist das als Frau? Du bist eine Leadsängerin. Es gibt ja nicht besonders viele, beziehungsweise nicht besonders viele, die sehr populär sind, sehr gut sind. Hast du es da eher schwerer als Frau reinzukommen oder ist das noch ein Zusatzaufmacher, weil ja auch dieses Sex Image, da sehr viel reinspielt. Ich glaube, der Anfang ist also schwerer für eine Frau, erstmal in diese ganze Szene reinzurutschen. Aber ich glaube, du musst einfach gut sein. Und wenn du gut bist, dann akzeptieren dich auch eben die männlichen Kollegen oder die männlichen Fans. Und ich glaube, das ist eben bei uns der Fall. Und wir haben sehr viel Erfolg damit und uns hat es also wirklich weitergebracht, dass wir eben, weißt du, eine Frau in der Band, das ist auch was anderes. Ne? Und ja, ist auch aber es ist doch sicher auch ein optischer Aufhänger. Also ich meine, du hast halt ein anderes Outfit, eine andere. Das auch, aber zum Beispiel auch der Sound. Also wenn eine Frau eben ein Lied singt, ne, im Heavy Metal, das klingt, also du hörst ja auch überall raus und es klingt eben anders und es ist sehr interessant. Ne? Ja. Was sagst du dazu, Klaus? Kurz. Ja, muss da doch auch recht geben. Ich schätze als Kollegin sehr hoch, muss ich sagen. Sie singt wirklich super, hat eine super Röhre, wird mir jeder beipflichten hier. Und aber ich finde auch, dass eine Frau in dem Business einfach einfacher hat, von Medien aus gesehen schon mal, weil sich für die Medien eine Frau wesentlich besser verkaufen lässt, eben weil Rockmusik mit Sex zu tun hat, als ein Frontmann. Und da wird mir der Chris Boldenthal vielleicht auch recht geben von Gravedigger. Ein Mann ist eben, steht eben nicht so für den knallharten Sex wie eine Frau im Rock'n'Roll. Ist klar. Helmut, wie ist es bei dir? Magst du Heavy Metal Bands mit Frauen oder sagst du, ach komm, Frau hat da nichts zu suchen oder was? Nein, also ich meine, ich finde das schon ganz gut und ich meine, ich habe auch viele Platten von wo Frauen singen, aber es ist halt so, ich meine, wenn mir die Stimme zum Beispiel nicht gefällt, ja, dann finde ich die Musik ja weniger gut. Ich meine, die Musik mag ganz gut sein, aber wenn die Stimme nicht so passt, dann gefällt mir das einfach nicht so gut. Ich meine, Warlock, ehrlich gesagt, kenne ich es nicht so gut. Ich habe jetzt eine Single von denen bloß, das ist ganz nett. Geht das Mikrofon um ein bisschen lauter, weil die Leute alle nichts verstehen? Reden wir dabei weiter. Ja, also ich meine, im Grunde genommen habe ich da nichts dagegen, ich finde das ganz gut. Ja. Ja.
Gerd, ich wollte das auch noch fragen, weil du hast doch mal... Ich habe eigentlich auch nichts dagegen, solange sie halt den Sound bringen. Was heißt nichts dagegen? Was ich eigentlich wollte, ist, bringt eine Frau noch mehr Reiz dazu? Das ist ja die Frage. Ja, halt. Wie ist denn das bei euch da? Komm mal her, komm mal her. Für uns schon! Das optisch sicher... Optisch ist das sicher mehr ein Reiz, ja, aber Musik muss auch stimmen, weil ich meine, okay, mir gefällt vielleicht auch Nena nicht, aber was nützt mir das Vibe auf der Bühne, wenn der Sound nicht stimmt, ja? Also, ja, und wenn, es ist genauso wichtig, dass die Optik als die Musik stimmt. Tja, Leute, pass auf, wenn du jetzt, wie du gesagt hast, auf der Bühne stehst, hast eine Menge Macht, ist eine wahnsinnige Stimmung, wie zum Beispiel bei Grave Digger. Und ich habe beim Reingehen einige Leute gesehen, die zum Beispiel auf der Jacke Hakenkreuzsticker hatten. Da ist mir wie euch gegangen, da hätte ich auch pfeifen können am liebsten. Siehst du da eine Gefahr, dass von diesem Führerkult hin zu den Stars da eine gewisse Tendenz zum Faschismus da ist? Wie schon gesagt, es gibt also überall Idioten und ich stehe da absolut nicht hinter, ne? Und ich finde es auch scheiße, aber also es sind sehr wenige Leute und solange sich das eben im Rahmen hält und das nicht überhand nimmt, ist es okay. Glaubst du auch, dass es prozentual nicht mehr faschistoide Leute gibt? Ich glaube, das ist ähnlich wie beim Fußball, dass so faschistische Gruppen, die Rockfans unterwandern wollen, dass die einfach das Feeling unter den Leuten kaputt machen wollen und dass die dann von der Öffentlichkeit einfach abgestempelt werden als brutale Schweine oder was, wie es ja oft passiert, wenn einer einen Nieten anhat und da ist er schon unten durch und das finde ich einfach scheiße sowas. Das Kreuz hier zum Beispiel, das sind ja so kultische Sachen. Kennst du dich da ein bisschen aus mit, es gibt ja verschiedene Randgruppierungen, verschiedene Abwandlungen vom Hard Rock, vom Heavy Metal. Es gibt zum Beispiel diesen Death Rock, der aus Amerika kommt. Death Rock gibt's überhaupt nicht! Komm mal her, was? Komm mal her, da, hört man nicht. Okay. Oder gibt's da andere? Hey, Death Rock ist die Erfindung vom Stern. Die Musik gibt's nicht. Du sagst ja, die Musik gibt's nicht. Doro, wie siehst du das? Ja, ich hab das auch vorher noch nie gehört, ne? Glaubst du, das ist eine aufgeputschte Sache von den Medien? Ja, Medien? Klar, ja. Wer von euch glaubt denn, dass dieses Black Metal? Es heißt Black Metal, erklär mal Black Metal. Ja, Black Metal ist halt eine Musik, wo der Satanskult halt rauskommt dabei. Totaler Scheiß. Ist, ja. Totaler Scheiß. Was ist totaler Scheiß? Black Metal. Die Art ist das nämlich einfach ein Kult vom Satan, das ist ein Schmarrn. Wer ist der anderer Meinung? Wer steht denn von euch auf Black Metal? Yeah! Komm mal her, komm mal her.